Ja, und damit bin ich hier in Bad Fussel. Ja, ihr habt jetzt das Intro gesehen. Und das Weiße Haus, ja, es ist eine Anspielung an, ja, natürlich an das Weiße Haus in Washington, also, ja. So, okay, ich zeige mal kurz. Ich muss jetzt deinen Lautsprecher leider leise schalten, ja, das kann ich natürlich. So, Bad Fussel geht es dahin und da geht's noch irgendwo. Oh, na toll, was ist das? Irgendwo, okay. So, Menno, genau. Ich kann diese blöde Dings nicht leider langsamer machen, den Bildschirm. Das Scrollen halt. So, dann auf nach Bad Fussel und da bin ich auch schon. Fischköpfe. Wo sind Fischköpfe? Ach da. Okay, ich muss das mit der Tastatur machen. Das Scrollen nach links und rechts. So, da sind die Fischköpfe. Oh, und da ist dieser to blöde Lautsprecher. So. Mal anschauen, was da steht. Phobos Electric. So ist es richtig. So ist es recht. Wie jeder andere auch. Noch tiefer und sie werden totemisiert. So, dann will ich mal auf noch tiefer stellen, damit man mich auch so halbwegs versteht und ich auch nur ein bisschen mehr von diesem Spiel hier verstehe. So, okay. Ach ja, ich bin hier auf dem Fischmarkt, wie man das sieht. Und sie hat ja geschrieben: Fischköpfe, Fischköpfe. Ja. Heringsleiche mit Liebe und Knoblauch. Knoblauch aufgelöst, so, ja. Gesucht wegen illegalem Magieschmuggel. Ein Fisch. Okay, was ist das? Okay, das kann ich nicht nehmen, ja. Und wie ich das nehmen kann, das werde ich jetzt noch zeigen. Aber noch kurz zu diesem Fisch. Gesucht wegen illegalem Magieschmuggel. Und zwar, dieser Fisch heißt, oh, wie heißt er denn schnell? Ich habe keine Ahnung. Mann, Mann, genau. Marvin, der mythische Hornfisch. Ja, Marvin, der mythische Hornfisch, lebt unter dem Dock von Bord Fusel. Und ja, ist der magische Fisch, also, der Bord Fusel, also ist er hier. Tja, woher ich das weiß, ja, er steht hier nirgends. Und ich habe jetzt nachgeguckt. Und zwar eine Überschreibung. Hoho, toll, dass ich die habe, oder? Geschützt durch die Alarmanlage der Phobos Electric Gesellschaft. Okay. Das heißt, wenn ich den Fischmarkt hier, ja, den Fisch hier haben will, oder die Dose zumindest, muss ich den Lautsprecher irgendwie ja, lauter stellen, damit sie nicht hört, da wie ich die Fische nehme. Und das werde ich jetzt machen. So ist es. An die Personen mit besonders unterwürfigen Ja, dann werde ich jetzt nicht leiser stellen. Haha, gut. So, jetzt kann ich die Dose nehmen. Sie hört die Alarmanlage nicht. Und ich habe mein erstes Inventarobjekt. Haha. Ja, ganz toll, oder? So, ich habe hier auch einen Staubsauger und natürlich die Dose Bier, die ich hier ansehen kann. Genau, dass die Lautsprecher sind zu laut. Schalten noch mal leiser. Ah, komm. Das mit der Maus, das Scrollen ist Wahnsinn. So, die Alarmanlage kann sie jetzt wieder hören. So. Nun gut, dann. Ich habe hier die Dose Bier oder was auch immer das ist. So, ja. Die Königin des Meets. Ja, was auch immer da genau steht. Jetzt habe ich es wieder genommen. Menno. Die Trönung, ja, vollkommen wahr. Eine Trönung. So. Und dann habe ich hier noch einen Staubsauger. Ja, den hatte ich von Anfang an. Warum auch immer. Aber egal. So kann ich dann irgendwie. Ach, ich weiß es nicht mehr, wie das geht, alles. So, nee. Ja, ich habe einen Staubsauger. Warum auch immer, ich habe ihn. Ganz toll. Bin ich ein Staubsaugervertreter? Das weiß man nicht. So, ja, und ich habe hier nur noch etwas bekommen. So. Damit hätte ich den Anfang mal gemacht. So, jetzt wollte ich eigentlich noch etwas erklären zu. Ja, ich werde hier noch hinaufgehen. Und zwar komme ich hier nämlich zu dem Konzern Phobos Electric, also ja, die Hauptstelle, wo die Totemisierung stattfindet. Ja, und das findet man gleich am Anfang des Spiels.
gespielt. Und hier sieht man es auch. Ja, ich lese mal vor. Die Inquisition. Wort Fusel ist von der Inquisition besetzt. Die Magie wurde ausgelöscht. Die Sperrstunde nach Einbruch der Dunkelheit ist strikt einzuhalten. Kein Zugang zum Untergrundreich. Zuwiderhandelnden werden totemisiert. Totemisierung? Ja, 163.986.000 täglich. Ah, 87. Unangenehme Sache. Eingetragenes Warenzeichen von Phobos Electric. Pot und ja, es werden immer mehr. Das hier kann ich auch nehmen. Ja, was mache ich mit den Galgen? Ich habe ein Seil bekommen. Ganz toll. Ja, und die Totemisierung geht immer weiter. Das ist voll geil. So, okay, gibt es dann noch etwas? Ein paar Kameras, natürlich. Der große Inquisitor fragt, wer ist der Boss von euch? Und die antwortet, natürlich. Ich bin der Boss von euch. So, okay. Phobos Electric, zu den Verboten. Nein. Nur autorisiertes Personal, was auch immer, ich kann das nicht lesen. So, hier kann ich eigentlich nichts machen, außer Nino, das mit den Scrollen ist verdammt. Ja, ich hasse es. Der Chris, genau, der große Chris sagt, ich bin der Boss von euch. Ich bin der Boss von euch. Ja, nicht irgendwer. So, hier ist noch, ja, das Konzilium, Phobos Electric. Also da, wo der große Inquisitor seinen Stammsitz hat. Den sieht man gleich am Anfang des Spiels. Ganz toll. So, ich will mal weitergehen. Wieder zurück. Ja, und diese Sequenz, wo man einfach so durch die Landschaft fliegt. Die finde ich eigentlich gut gemacht. Gute Überleitung in die nächste Szene. So, ich will wieder nach Bord pusten. So. Ja. Und hier werde ich jetzt gleich einmal das ausprobieren, was ich vorher gemacht habe. Und zwar, hier ist ein... ja, Glaskran, sage ich mal, für den Hafen. Den werde ich jetzt mal gleich betätigen und ihr werdet sehen. Ich habe vorhin von Marvin geredet, dem mythischen Hornfisch. Da ist er schon. Du fischst nicht zufällig nach was Bestimmtem, oder? Denn weißt du, ich bin ein Fisch und du fischst gerade, nicht wahr? Da dachte ich mir, frag ich doch mal nach. Willst du mich fangen, Kleiner? Oder Kleiner? Ja. Okay, er lässt sich nicht fangen. Ja, das war Marvin, der mythische Hornfisch. So, okay. Ich will ihn aber fangen. Natürlich habe ich hier dieses unsägliche Werk von tödlicher Vernichtung. Das werde ich gleich mal aufhängen. Okay, und jetzt versuche ich ihn zu fangen. Tja, Marvin, dann. Jack, Plastik fest am Hals. Ich spüre eine lange und jack, bewegende Todesszene. Jack, bla bla. Dank Joruk für diesen vorbeischwimmenden Scherenfisch. Dieser irre Fischwürger kann den Schwanzstummel haben. Mir reicht's hier. Okay. Ja. Okay, er hat sich befreit mit der Hilfe eines Schwertfisches. Natürlich sind sie dafür da, einen unschuldigen Fisch aus solchen Situationen zu befreien. So, okay, ich habe hier etwas anderes bekommen von ihm anscheinend. Eine Kiste. Eine Lampe, juhu, und was ich mit dieser Lampe machen würde, das werde ich erst später sehen. So, ich habe die Lampe, ich habe das. Desillusionisten, okay, boah, sind das so richtig verrückte Typen. Ja, so, Nino, ich wollte noch hier rein. Ja, Phobos, Laternen reparieren. Okay, geschlossen wegen Sperrstunde. So. Da kann ich die Laternen reparieren. Ich habe eine Laterne gerade bekommen. Was werde ich natürlich jetzt tun? Anklopfen. Mal fragen. Keine Autogramme. Ich gebe keine mehr. Und jetzt verzieh dich. Tada. Habt ihr ihn erkannt? Wenn nicht, ich werde es jetzt nicht verraten. Sondern später. Nee, es war... ja. Wie hieß er schnell noch? Check! Anterior Check! Ja,
Man kennt den, glaube ich, auch aus A-Team, wenn man mich nicht recht entsinne. Er heißt, glaube ich, Dirk Benedikt und ist Face, ja. Und diesem Spiel ist der Ontario Jack. Okay, ich bin ja also Schauspieler, die mit, also das ist dann ja in alten Spielen oder in gewissen Zeit damals so, ja, normal gewesen, dass Schauspieler in Spielen eine Rolle übernehmen. So, okay, dann will ich jetzt die Laterne reparieren lassen. So, ich klopfe wieder. Oh. Tada. Heilige Scheiße. Eine Originallaterne. Genau wie die, die ich in Jäger der verlorenen Lampe hatte, als ich den Troll umbrachte. Da ist schwer dran zu kommen. Heute kriegt man natürlich Taschenlampen von Frobos Electric. Wow! Oh, mir nach! Ja, sofort! Ah, bedien dich. Ich klaute der Inquisition eine ganze Kiste. Ja. Nun, ich kenne einen, der einen kennt, der die Kiste geklaut hat. Ich hab sie von ihm. Ist schon gut. Na, wo ist mein Schraubenzieher? Da! Okay, das war ein Interior Jack, also Face. Okay, dann will ich mal so eine Zigarette hier nehmen, die er geklaut hat. So. Und wieder weg. Ah, diese Lampe hat schon was mitgemacht. Ziemlich verkokelt, das Teil. Ich will sie mal. Sekunde. Oh. Warum flackert die so? Magische Lampe. Riecht nach Spinnkraut. Boah. Ich mach's schon mit dem Tennisschläger. Ja, okay. Hoffe, niemand hat dich reinkommen sehen. Ach, sieh mich nicht so an. Ich bin kein Abenteurer. Ich war nur einer im Fernsehen. Ich finde noch nicht mal aus dem Irrgarten raus, könnt ihr mir glauben? Naja, vielleicht mit etwas Glück. Aber das hier ist Magie. Ich bin nur Laie, aber da bin ich mir sicher. Glaub mir, kein Grund, sie zu behalten. Jetzt raus! Okay, damit hätte er mich jetzt von Ontario Jack einfach so rausgeworfen. Und die Lampe hat er behalten. Der Arsch. Na toll, so. Kann ich nochmal anklopfen? Gib mir die Lampe! Hey! Vergiss es! Du kriegst die Lampe nicht, ist nur zu deinem Besten. Und meinem. Natürlich, zu deinem wahrscheinlich eher noch. Okay, ja. Puh, ich werde hier noch ein bisschen umsehen. Nicht schon wieder so ein Abenteurer. Geh schon, sowas wie dich brauchen wir hier nicht. Ich kann dich nicht reinlassen, tut mir leid. Nicht. Irgendwann muss halt jeder mal den Löffel abgeben. Okay, danke. Sehr, sehr freundlich. Tja, da. Oh, selbst wenn es keine Sperrstunde gäbe, könnte ich dich nicht reinlassen. Ich bin splitternackt. Hey, okay. Schade, dass du uns nicht reinlässt. Sondergebot. Ja, warum nicht? Auf zwei und dann hoch ein. Hä? Frankfurt, was? Nee, geil. Gute nackte Frau, lass uns rein. Willst du nicht? Haha, dann nicht. Ja, also gut. Ich komme hier nirgends rein. Keiner will mich so richtig aufnehmen. Er auch nicht. Fenster ist zugefallen. Inquisition. Du bist einer von diesen Agitatoren, oder? Hör mal zu, ey. Wir wollen solche wie du bis nicht in Port Fusel haben, klar? Ja, klar, danke. Werde sehr freundlich aufgenommen. So, ihr sind überall. Ich bin der Boss von euch. Bin da. Okay, da hinten ist noch etwas. Das ist ein Fass. Was ist das? Nur sie können Fusel vor Feuer schützen. Geht euch Feuermänner von Fusel. Interior Check. Okay, da ist der auch schon wieder. Interior Check ist also, ja... Ja, für die Feuerwehr zuständig. Get the Fireman von Fusel und Harry Jack. Okay. In einer Stadt, in der irgendwas mit der Hauptmann oder irgendwie. Verschwinde, du kleiner Dieb. Da will mich auch keiner reinlassen. Da wahrscheinlich auch nicht. Sag's mal, ich will keinen Ärger. Ist schon gut. Dann muss ich dich. Okay.
So, und da sind ein paar Spielfiguren von, ja, der sprechende Großinquisitor, also von Yannick. Leicht entflammbar, was soll mir das denn sagen? Wer ist der Boss von dir? Ich bin der Boss von dir, also mach das, was ich will. So, okay, hier steht ja leicht entflammbar und sprechender Großinquisitor, was es damit zu tun hat und wie es weitergehen wird. Werde ich aber erst jetzt den nächsten Teil da machen. Also, ich wünsche euch dann noch viel Spaß beim Zusehen von den anderen Teilen. Ich hoffe, ihr seht sie dann an. Okay, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Neko.